Da, die haben wir schon mal verwirrt, aber trotzdem sollten wir mal wieder mit dem fiesen Genie ein paar Klone erstellen. Einfach so auf Vorrat. Genau, für den Fall. Und die stellen wir dann erstmal irgendwo in den Aufenthaltsraum oder so. Dann können die Ping-Pong spielen. Und wenn dann wieder so eine schwarze Trikot-Anzugs-Lady kommt, schicken wir die hier vorne hin. Ich denke mal, für sie ist es jetzt zu spät. Die wird jetzt schon rausgeführt. Die scheint nicht wirklich viel Selbstvertrauen zu haben und so. Gut. Soll mir nur recht sein. Das Teil wird immer noch gebaut. Okay. Neuer roter Punkt. Bist du auch ein Auftragsmörder? Halluzinogen-Käfigfalle. Das klingt doch auch gut. Du bist aber ein ganz normaler Agent, richtig? Ja. Verwirren. So. Also, eine neue Gasfalle. Die kommt mal zu unseren anderen Gasfallen. Wir hätten gerne Falle. Halluzinogen-Falle. Was machst du? Halluzinogen. Entzieht Loyalität. Damit haben wir noch gar nicht so wirklich gearbeitet. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich feindliche Agenten rekrutieren will. Also diese ganz normalen, die hier immer einbrechen wollen. So ein Superagent wäre natürlich schon schick. Also die Mamba irgendwo im Trophäenraum zu haben. Hust, hust. Aber ich glaube, das geht nicht. Können wir aber später mal ausprobieren. So. Alles gebaut, alles steht da, wo es stehen soll. Keiner steht panisch in der Ecke, wedelt mit den Armen, weil er nicht rauskommt. Ah, sieht gut aus. Auch wenn wir nicht so viel damit erreichen. Ah doch, ihn hier erwischen wir gerade noch. Das ist gut. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der eine gefangen genommen wird, wenn dann der Männliche vorbeikommt. Wo ist er denn? Haben wir ihn etwa schon? Ja, wir haben ihn schon. Sehr schön. Und es ist echt so, wie ich dachte. Recht ineffiziente Aktenschränke und dahinter eine Gummizelle. So, und dich können wir jetzt. Das ist unser neuer Montezuma. Ich gucke gerade, ob der Weg frei ist zum Bücherregal. Ist das ein Forscher? Ja, sehr gut. Also du. Dahin. Leertaste. So, jetzt können wir einmal gucken, wie das Ding hier aufgeht. Und dann können wir gucken. Ach, das machst du sogar persönlich. Sehr schön. Und dann können wir gucken, wie diese Bücherfalle funktioniert. Also ich denke immer, die Sachen funktionieren so, dass man denen das androht. Aber anscheinend sind unsere Bediensteten da ein wenig rabiater. Wird den wahrscheinlich einfach reinschmeißen und ein paar Mal draufdrücken. Erinnert mich so ein bisschen an den Danger Room aus Dwarf Fortress. Aber ich denke mal nicht, dass er da großartig gehärtet bei rauskommt. So, gucken. Das sieht ja cool aus. So, geh rein. Geh rein. Hihihi. Schön, dass sie ihm seine M16 lassen. Und plopp. Plopp. Wie dreht er sich da immer? Also ja, was man erwartet hätte. Und das Ganze nochmal. Ja, okay. Das hätten wir jetzt also auch gesehen. Neue Forschung. Wir können den Eierstuhl mit 3 Technikgeräten weiterentwickeln. Mal gucken, was da rauskommt. Bestimmt ein Sitzsack. So. Oh, Karte mal wieder. Ja, die Jungs sind inzwischen alle da. Dann klauen wir doch mal ganz kurz den hier. Der Rest kann mal wieder anfangen zu stehlen. Wir wollen schließlich Kohle haben. Kohle, Kohle, Kohle. Alle verwirrt. Neue Leute. Pause. Die haben Buch und Molekül. Buch und Molekül. Ich hätte schwören können, das hätten wir schon mal gehabt. Oh, es gibt 2-mal Buch und Molekül. Okay, Dreieck Buch mit Molekülen. Ja, okay, gefangen nehmen. Dich verwirren. Sind da noch mehr in eurem Trupp?
Machen wir es anders. Rechte Maustaste, alle verwirren und denen separat gefangen nehmen. So. Bin ja richtig effizient heute. Der wird immer noch verhört. Du hattest das IKEA-Regal, ne? Jetzt will ich mal genau gucken, ob wir das IKEA-Regal bekommen oder nicht. Boah, das zieht sich ja damit. Wir hätten dem einfach einen Laser schmeißen sollen. Dann macht es den ein, zweimal Brutzel, Brutzel und das war's. So, komm schon. Weil ich weiß, sobald ich jetzt weggucke, passiert irgendwas, er wird rausgeführt und ich weiß nicht, was mit dem Bücherregal passiert. Du hast schon einen Check, sehr gut. 20 Lebenspunkte hat er noch. Mal gucken, wie viel er in einer so einer Runde verliert. Die Runden werden auch immer kürzer, kann das sein? 5 Punkte. 5 Punkte ist echt nicht viel. Flop. Ja, er wird nur noch einmal gequetscht. Vorher wurde er ja 3-4 Mal gequetscht und in die Position gewechselt. Also dauert es nicht mehr lang. Das gucken wir uns mal kurz an. Hat er gerade Terrain gesagt zwischendurch? Na komm, sag nochmal Tada. Nö, kein Tada. Jetzt ist sie auch vorbei. So, was passiert? Du müsstest jetzt eigentlich umfallen. Aufgabe erfüllt. Wir haben aber immer noch den anderen markiert als gefangen nehmen, richtig? Haben den schon eingesackt? Ich sehe keinen gefangen genommenen. Da ist er. Der wird gerade von Montezuma verschleppt. Das sieht jetzt sehr cool aus. Also Montezuma läuft mit dem Gefangenen über der Schulter weg. Der Typ haut ihm immer wieder in den Rücken. Irgendwann bleibt Montezuma einfach ganz gemächlich stehen, setzt ganz gemächlich seinen Gefangenen ab und verprügelt ihn dann. Also den anderen. Der Typ ist cool. So. Und unser Großwildjäger macht den Rest des Weges. Sehr schön. Also, gucken wir mal. Aufgabe ist erfüllt, aber wir können die beiden anderen Sachen immer noch einsammeln. Sehr schön. Das heißt, oh, da sind welche in unserem Lager, die nichts dabei haben und nur Ärger machen wollen. Alle verwirren. So. Das heißt, wir bekommen gleich auch noch das zweite Endzeitgerät. Und dann werde ich auch noch das dritte warten. Wurde mir von mehreren Seiten so geraten, weil man sonst die Sachen später nicht bekommen kann. Energie sieht sehr gut aus. Haben wir noch mehr neue rote Punkte? Nö, alles machbar. Sehr schön. Weltkarte. Hier wird geklaut. Hier wird geklaut. Ihr seid immer noch bei dem Milizführer dabei. Dauert aber nicht mehr lange. Ja, dann können wir gleich mal gucken, ob das jetzt wieder nur der Söldner ist. Oder ob wir dann den letzten Bediensteten bekommen. Das wäre schon schick. Weil ich will jetzt nicht zur nächsten Insel springen und dann irgendetwas Massives verpassen. Also wahrscheinlich kriegt man das doch so hin, aber ich würde gern alles vom Spiel sehen. Und ich nehme mal an, ihr auch. Wobei das Spiel jetzt ja schon ziemlich anders sein soll, als es normalerweise gewesen wäre. Also ohne Community-Patch. Tada, Milizführer entführen. Sehr schön. Und ihr dürft euch gleich verstecken. 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 Weil überall Agenten aufgetaucht sind. So, jetzt muss aber erstmal der Helikopter kommen. Und dann können wir den Milizführer erst verhören. So, du wirst jetzt wieder verhört. Und wieder da. Denn wir haben nicht wirklich viel Auswahlmöglichkeiten. Also ich kann mal kurz gucken, ob irgendwo anders noch was aufblinkt. Wir können doch nicht mit Fallen verhören. Mit dem komischen Gedankenschinderdingens da auch nicht. Nö, für den Rest müssten wir daran vorbei. Na gut, dann wird sich das Ganze jetzt mal wieder etwas... Wo ist er? Da ist er. Wird sich jetzt mal wieder etwas ziehen.
Aber dann haben wir die zweite Endzeitmaschine. Das heißt, es fehlt nur noch Molekül Viereck. Buch. Dingens. Oh, aber das kriegen wir schnell genug zusammen. Ich hätte echt früher auf die Agenten achten sollen. Dann hätten wir wahrscheinlich schon längst alle Endzeitteile zusammen. Aber gut, so konnten wir jetzt noch ein bisschen Geld machen, ist auch okay. Also, der Milizionär ist immer noch da. Wie halt alle anderen Bediensteten auch. Man kann sie jederzeit neu holen. Depot lagert neue Objekte. Oh, neuer Gegenstand. Ein... Was? Eine Myrrhe-Brandfalle. Ach, Myrrhe? Wie in Bibel-Myrrhe? Gucken wir mal. Myrrhe-Band. Myrrhe-Brat. Was? Ein Myrrhe-Brat. Das Myrrhe-Rad. Okay. Das Myrrhe-Rad ist ein teuflisches Sportgerät aus einer höllischen Turnhalle. Wird ein Agent von Myrrhe-Rad erwischt, muss er wahrlich um sein Leben rennen. Wird das Myrrhe-Rad schneller, wird er nach hinten weggeschleudert. Bleibt es ruckartig stehen, fliegt er nach vorne. Wie jetzt? Das ist zufällig? Ich mag keine zufälligen Fallen. Aber ja, das kann bestimmt praktisch sein, also in Kombination mit anderen Fallen. Wenn wir denn so auf Todesfallen stehen würden. Jedenfalls bisher war das alles noch viel zu unpraktisch. Müssen wir mal gucken, wie wir es demnächst lösen werden. So, du wirst weiter weich geklopft. Wie viele Lebenspunkte hast du? 44. Also noch 9 Runden. Und du bist gerade zweimal runtergefallen. Du bist komisch. Ja, weitermachen. Keine neuen roten Punkte. Du bist ein Zivilist. Du siehst irgendwie... Nee, du bist kein Zivilist. Du bist ein Agent ohne irgendwas. Verwirren. So. Wir sollten die Jungs hier mal abziehen. Die 6 Arbeiter. Dafür 2 Kung-Fu-Kämpfer mehr. Damit wir bei unserer Quote von 1 Kammerdiener und 7 Kämpfern bleiben. Ihr könnt alle wieder anfangen zu stehlen. Ach genau, ich wollte mal gucken. Gut. Söldner, gut. Hä? Ich hätte gerne etwas genauere Details. Also hier verdienen... Warte mal, das ist ein 9er Land. Wir haben 7 Kung-Fu-Kämpfer. Wir verdienen 9.800. Das ist ein 9er Land. Wir haben nur 2 Kung-Fu-Kämpfer und dafür 5 Söldner. Wenn wir jetzt hier auch, wenn sie nachher da sind, 9.800 verdienen... Dann ist es vollkommen egal, ob wir Kung-Fu-Kämpfer oder Wachen sind, das sogar und keine Söldner hierher schicken. Aber ich denke mal, das dauert noch, bis wir im Flugzeug angekommen, Hubschrauber ankommen. Wobei, es sind jetzt erst 4.000. Ich denke nicht, dass 2 Kämpfer da so viel ausmachen. Also sollten wir echt mehr Kung-Fu-Kämpfer ausbilden und die dann alle losschicken zum Geld verdienen. Wir haben 17 Kung-Fu-Kämpfer. Dann machen wir da mal ein paar mehr, weniger. Und da viel mehr. Achtung, so viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. Forschung. Oh, das ist die Apotheke. Zahlen, zahlen, zahlen. Los geht's. Sehr schön. Ganz viel neues Spielzeug. Dann speichern wir doch mal ab. Speichern, speichern. Nach... Folge 59 und wir sehen uns gleich wieder.